Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tropico 5. Wird mich vorbei laufen lassen. Ich muss mich aber noch entschuldigen, im letzten Part sah es teilweise so aus, als hätten da einige Sekunden gefehlt, was nicht nur so aussah, sondern tatsächlich auch so war. Keine Ahnung, was mein Aufnahmeprogramm da meinte, nicht aufnehmen zu müssen. Ja, auf jeden Fall wirkt das tatsächlich etwas seltsam, aber ich hoffe mal, dass es einmalig so bleibt. Gut. Ansonsten freuen wir uns hier auf unser schönes Ende zu sein, die ganzen Atomkraftwerken hier. Wunderbar, schön die Umwelt verpesten, das ist doch schön. Ach so, klasse. Und ja, hier immer noch leichte Geldprobleme, also nicht nur leichte. Hier unser Tourismusparadies wächst und wächst. Alles ausgebucht, sonst soll man ja sagen, die Lage ist hier schlecht. Ein Berg, während hier ist wunderschön, blickt durch den Berg hier runter auf tolle Stadt. Ich bin so wütend! Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist! Mal wieder ein Rebellenangriff. Unser Militär rückt aus. Noch was hier hinten. Schön Wachturm. Das ist ja faszinierend. Der Wachturm hier noch nicht mal Maschinengewehr. Das ist schlecht. Definitiv am falschen Ende gespart für uns. Und hier haben die tatsächlich schon Wachturm hingeballert. Ja, den Rebellen kümmere ich auch gleich mal. Ach, ja, wir haben eigentlich noch Geld, aber okay. Gut, machen wir wieder alles wieder auf hier. Und dann, können wir den Jungs mal ein paar Maschinengewehre, ne? Schnell bauen. Wunderschön, was ja der Maschinengewehr kommt. Sehr gut, wir können jetzt auch einen Flughafen bauen. Nein, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Was haben wir als nächstes von der Forschung hier? Na, ihr Ausländer. Das machen wir. Gut. Aber ich wollte eigentlich gucken, ob unsere ganzen Wachstümer Maschinengewehr haben. Denn das sollte sie eigentlich. Na, sieht auch gut aus. Wir haben einen neuen Auftrag. Gucken wir uns den erstmal an. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammen. Ich soll die Verordnung militärischer Drill anlassen. Ja, können wir machen. Allgemein. Alter Krieg, ja. Mhm. Sensibilisierungsrennen können wir heute auch machen. Neue Trennung. Verbot. Nee. Wir haben auch so genug Leute. Sensibilisierungsring, das können wir uns eigentlich mal leisten. Die Freiheit so eingeschränkt wird von unseren Leuten. Aber die Freiheit eigentlich auch so ziemlich gut ist, aber okay. Nahrung ist eigentlich vom Arsch. Die Haltung ist ziemlich im Arsch. Wohnraum. Okay. Gut, ich will Wohnraum könnten wir ja mal. Denn sie, ne? Oder das kostet einiges. Das Holzverlager müsste ich eigentlich auch mal wieder auf Forst und Motorsäge bekommen, aber vielleicht kann man mal ein bisschen Geld, müssen wir sofort wieder ausgeben. Hier sind immer noch keine Leute eingeschlossen, obwohl wir nicht den Befehl gegeben haben. Ich frage mich, was unsere Polizei bzw. Militär eigentlich so macht. Und okay, der Mentor ist wahnsinnig. Mal über Mentor. Wir preisen. Na gut, jetzt ist er. Soll ich ja nicht mehr daran denken, aber okay. Zollamt, Johann, Mentor. Die schöne Kathedrale. Tja. Was eigentlich? Sehr. Tourist können wir machen. So viele Leute, das tut mir gar nicht mehr, die allein zu stehen. Aber okay. Nächster Auftrag. Ich würde mich nicht zu früh freuen, aber es herrscht Tauwetter zwischen Ost und West. Das ist nicht so lang, das soll sein. Ich hab keinen Bock drauf. Da gehen wir ja Kreuzfahrtschiff.
kommt das schon mal wieder. Ich wollte eigentlich mal mehr Mitarbeiter. Erhöhen wir uns auch mal die Bezahlung. Was ein Schub, kommen sie alle. Sehr schön. Jetzt sind sie ganz gut hier. Naja, besser gehen. War ich als Hacker. Können wir mal machen. Und ja. Was für interessant ist, wir kommen aus unserem Minus gar nicht mehr so richtig raus, weil wir laufen, wenn wir Geld haben, das wirklich direkt wieder verpulvern. Weil wir halt so hohe Kosten haben. Präsidente? Ja. Ich könnte mal verhaften. Abel hier. Guten Tag. Also wie dich. Wie kann ich helfen? Ich bitten wir mal Journalistenanführer. Verhaften. Auch kein Mensch stört Listen hier, also wo sind wir denn hier, bitteschön? Nur weil wir abreisen können. Modernisieren. Und haben wir gerade kein Geld für. Jetzt haben wir ja Geld für modernisieren, zack. Ah ja, so wird es langsam alles. Vielleicht wäre man so da von eine Idee. So von hier aus so. Nicht nur Leuchtturm. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und der Train ist einfach immer noch eiskalt. Nur gefangen, ne? Natürlich auch eine Leistung. Aber gut. Das Tourismusgebiet muss auch wieder weiter ausbauen demnächst. Hier irgendwie auch sehr, ja, ich möchte hier alles nicht so, okay. Ansonsten, ja, gedeiht unsere Insel so ein wenig vor sich hin, 60% Zustimmung, das gefällt uns. Die Tropikaner erwarten Wahlen. Natürlich machen wir Wahlen, Diego macht das schon. Sagen wir, jetzt warten wir mal ein bisschen, dass wir wieder richtig Geld haben. Nicht so fette Minus sind. Komm, okay, ich bin nächsten Schiffe. Können wir auch mal eine Hütte abreißen. Ich ja auch. Das kann ich auch mal da Arbeits... nicht Arbeitslose, sondern Obdachlose haben. Weil, eigentlich müsste es genug Wohnraum geben. Und ja, auch wenn einige Wohnhäuser vielleicht nicht elektrifiziert sind, aber trotzdem so weiter mal 14.000. Jetzt können wir uns hier mal diese Hafenanlage. Oder auch nicht, warum nicht? Na, wo muss an Küste platziert werden? Ja, bis an der Küste. Wundervoll, dann halt da. Damit wir noch mehr exportieren können, sind wir einfach noch schneller. Gut, ansonsten bauen wir hier weiter aus, bzw. modernisieren. Massiv. Einfach weil ihr dazu gehört. Was ist denn nicht mehr elektrifiziert hier? Zack, jetzt seid ihr es. Modernisieren. Na, ich glaube nicht modernisieren, weil kein Geld mehr, okay. Ja, man muss man ja sagen, der Straßennetz hat hier einen ganz schön krassen Engpass. Wenn wir hier mal einen Wachturm hinbauen, wenn wir mal Geld hätten. Aktuell, muss ich nicht haben. Ich meine, das fährt was waren ja auch alle hier dann. Ich könnte auch einfach mal hier so lang fahren. Beziehungsweise. Ich hab echt überhaupt kein Geld. Vielleicht hier lang, wenn man hier die Straße lang bauen könnte. Zu der Hafenanlage. Eigentlich ganz gut, damit es auch hier lang wird. Ja, Westmappen. Gut, hier ist nicht so viel, aber es wird ja alles noch. Ganz egal, gut, jetzt müssen wir hin. Fast komplett besetzt.
Ja. Sagt mich. Wir haben die Chance, den Ausgang der. Ja, wir brauchen keinen Betrug, das können wir so. Wir können mit theoretisch die Straße hier lang fahren. Ja, bis da und nicht weiter. Das ist optimal, dann könnten wir hier mal aus Prinzip auch eine Straße lang bauen. Naja, okay. Theoretisch können wir natürlich auch hier lang, hier so drumherum eine Straße bauen, durch die Felder. Aber, nee. Erstmal nicht. Das Wahlergebnis ist da! Lassen Sie mich Ihnen als Erst. Jupp, haben wir gewonnen, das ist natürlich klar. Schön, dass die Hafenlage hier weiß, weil keinerlei Einnahmen erwartet. Gut, hier hinten ist halt auch nichts, was Geld regiert, beziehungsweise welche Rohstoffe regeneriert, außer hier das Bergwerk, aber da kommt dabei selten was hin. Ich grüße Sie! Ja, verhaften. Ich meine, wie ich nur sage, können wir hier draußen. Vielleicht mal ein Transportbüro bauen. Ein weiteres. Und ja. Ja, jetzt haben sie mal ein bisschen Mais hier und Zigarren. Das geht auch. Sehr schön. Damit die hier nicht komplett leer sind. Ja, das ist auf jeden Fall anders als die ganzen Zigarren. Jetzt sagen wir, okay. Gut. Sehr schön. Die ist jetzt überweist ums Geld, das freut uns. Und wir kriegen aber kein anständiges Zusammenbau. Gut. Um mal nicht mal ein Bündnis mit der UdSSR zu machen. Was für eine neue Aufgabe haben wir denn? Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine Kameraden... Auf zwei, ganz vergessen. Das machen wir nicht. Denn wir ziehen wir jetzt noch mehr in Militär. Wir werden mit dieser wichtigen Kreuzung mit einem Wachturm bestücken. Und wir außerdem noch lang uns unsere zweite Militärbasis gönnen. Und zwar hier draußen. Erstmal hier gleich hingedreht haben. Wunderbar. Naja, rüsten militärisch auf. Auch hier hinten zur Sicherheit unserer guten Bürger. Sollten wir mal Wachtürme bauen. Das können wir eigentlich auch schnell bauen hier. Residente, was Sie getan haben. Starker Mann. Ja, wir die Terroristen auf der Insel. Wenn die uns lieben, hier zack, Maschinengewehr oder auch nicht, gar kein Geld. Und wir haben die 1000 Einwohnermarke geknackt. Sehr schön, wir haben viele Missionen. Aber tatsächlich. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Vorhersagen ein wenig. Hier sind die zwei Hüttendörfer, das ist okay. So, wir eigentlich schon eins haben, warum auch immer das nicht zählt, okay. Das soll's. Wir haben aus. Die Ausländer mal erforscht, gut. Jetzt machen wir mal einen geschnitten Brot oder so was bauen können. Dann kommen wir jetzt mal die Verordnung an. Wir treffen. Flughafen für okay. Das ist eine Kampagne, brauche ich mehr Geld für, vielleicht ja. Gut. Ja, aber wir haben gerade erstmal wieder etwas Geldprobleme. Die wir eigentlich nicht haben, wir wachsen und bauen nur einfach zu viel und zu schnell. Und auf jeden Fall ist unsere Wirtschaft auf der Insel durchaus gesund. Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Ja, ganz toll. Wir können uns mal ein Kosmos-Industriegebäude. Güter. Und zwar gönnen wir uns da.
Pharma GmbH. Ja, bau mal da. So, Priorität machen wir mal hoch. Flughafen ist auch bald geworden. Ja. Die Stahlwerk hat hier keine Leute mehr. Also nein, ist da kein Eisen. Hast du kein Eisen? Ich sortiere eigentlich Eisen. Und auch Kohle. Was können wir eigentlich exportieren? Baumstämme, ne? Um. Stahl können wir manchmal an die. Oh, hier ist es eher Plan. Ja, genau. Und Kohle könnten wir aber auch heute importieren. Wir haben das nötige Militär. Also stellen wir einfach eine Dummheit an und sehen, zu was das führt. Ihr könnt einen internationalen Zwischenfall auslösen. Die UN hat Wind von unseren Plänen bekommen und bietet uns viel Geld dafür an, unser Militär abzurüsten. Aufgabe, zerstören Sie alle Ihre Militärgebäude. Belohnung 20.000 für die Staatsfähigkeit, zerstört Militärgebäude. Ja. Das heißt, wir haben mal Verlauf auf die Fleite zu gehen. Die UN hat Wind von unseren Plänen. Kamerad Präsidente, ich mag mich bei meinen... Präsidente. Ja, das war's toll. Merken wir uns auf jeden Fall mal. Oh, aber das ist nicht mal eingefangen. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Hab's tatsächlich mal geschafft, hier jemanden einzuknasten. Auf jeden Fall erstmal hier. Maschinengewehre. Maschinengewehr abrüsten, ja. Das kann man der UN ja gerne sagen, aber... Ha, was wir tatsächlich machen, ne? Das ist eine ganz andere. Gut, es hat kein Geld mehr. Pharma GmbH, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die für Rohstoffe überhaupt brauchen. Stahlfabrik braucht auf jeden Fall mehr Eisen. Nicht zufällig noch irgendwo ein Eisen vorkommt, was wir noch nicht angezapft haben. Na gut, wir haben Kohle jede Menge. Also noch zumindest, wir importieren ja auch schon mal. Für die Zukunft hier hinten werden wir noch Eisen, noch was. Okay. Ja, bräuchte ich wieder Geld für. Aber ich würde sagen, das wird für diesen Part erstmal gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.